Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das ist Bioökonomie, ein Wissenschaftspodcast der Universität Hohenheim zum Wissenschaftsjahr 2020. In unserem Podcast widmen wir uns den verschiedensten Fragestellungen rund um das Thema Bioökonomie aus den Bereichen der Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mein Name ist Corinna Schmid, ich bin Redakteurin in der Hochschulkommunikation der Uni Hohenheim und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ob für Dämmmaterial oder chemische Grundstoffe für die Kunststoffherstellung. Nachwachsende Rohstoffe, wie etwa das Biomassegras Miscanthus, bieten vielfältige Alternativen zu Erdöl oder Kohle. Aber auch die Sicherung der Welternährung ist Teil des Bioökonomiekonzepts. Und bei der Lebensmittelproduktion sollen endliche Ressourcen und fossile Rohstoffe geschont werden. Bei uns heute zu Gast und auch diese Woche noch zugeschaltet per Videokonferenz ist Professor Dr. Ralf Vögele. Er ist der Dekan der Fakultät Agrarwissenschaften und der Leiter des Fachgebiets Phytopathologie. Herr Vögele, erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Und ich muss schon sagen, Ernährungssicherung einerseits, Ressourcenschonen andererseits, das klingt nach einem ziemlichen Drahtseilakt. Ja, das ist nicht ganz einfach. Es ist ein Drahtseilakt oder ein Spagat, den wir da machen müssen. Aber es ist ganz klar, dass gerade in den letzten Jahren ein zunehmendes Umdenken in der Bevölkerung zu beobachten ist. Weg von diesen traditionellen, sage ich mal, landwirtschaftlichen Methoden hin zu einer umweltschonenden oder umweltverträglicheren Landwirtschaft, die aber gleichzeitig eben diese bioökonomischen Ressourcen liefern soll. Und das ist schon sehr, sehr schwierig, weil die bisherige landwirtschaftliche Produktion ertragstechnisch konnte man quasi mit diesen Pflanzenschutzmaßnahmen und der großen Hightech relativ problemlos liefern. Wenn man den Ökosektor oder den Biosektor geht, dann werden zwar qualitativ höherwertige Produkte da produziert, die auch die Ansprüche des Endverbrauchers adressieren. Allerdings geht das ganz klar zu Kosten des Ertrags. Und wir an der Universität Hohenheim haben jetzt mit einem neuen Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, im Rahmen der Reihe Agrarsysteme der Zukunft den Auftrag gekriegt, in unserem neuen Projekt Landwirtschaft 4.0 ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz einen dritten Weg zu finden, der zwischen der klassischen Produktion und dem ökologischen Weg liegt. Und der wesentliche Unterschied ist zu beiden Systemen, wir wollen auf Pflanzenschutzmittel, klassische Pflanzenschutzmittel komplett verzichten, dafür aber im Gegensatz zur ökologischen Produktion Mineraldüngereinsatz zulassen. Wir sind eigentlich sehr überzeugt davon und das Ministerium offensichtlich auch, dass das ein sehr zukunftsweisender Ansatz ist, der vielleicht geeignet ist, unsere Zukunft darzustellen als Mittelweg zwischen dem, was bisher war und dem kompletten Umstellen auf Ökoproduktion, was weder möglich noch gewollt ist. Diese traditionellen Methoden, sind das diese chemisch-synthetischen Mittel, diese Pflanzenschutzmittel, von denen Sie reden? Die sind eine wesentliche Komponente davon. Uns muss bewusst sein, dass die Situation, wie wir sie heute haben, und auch die Produktion, wie wir sie heute haben, im Wesentlichen zurückgeht auf die grüne Revolution, die von Norman Borlaug Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ausgelöst wurde. Das waren Kurzhalmsorten, die dann überhaupt diese modernen Erträge von 8 bis 10 Tonnen Weizen pro Hektar überhaupt erst ermöglicht haben. Aber was die meisten Leute übersehen, ist, dass diese grüne Revolution begleitet wurde von der chemischen Evolution oder Revolution, nämlich dass entsprechende chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel entwickelt wurden, die zusammen mit dieser grünen Revolution diese hohen Erträge überhaupt erst möglich gemacht haben. Und das schafft eben heute das Bild der konventionellen Landwirtschaft,
große Monokulturen, die flächendeckend mit chemisch-synthetischen Mitteln behandelt werden. Und das wird vom Normalbürger, sage ich mal, immer in Kontrast gesetzt zur ökologischen Produktion. Das ist so ein bisschen diese heile Weltvorstellung von der kleinteiligen Landwirtschaft, wo alles in harmonischem Einklang mit der Natur funktioniert. Aber das ist es natürlich auch nicht, ne? Also man muss weg von dieser Vorstellung, dass Öko immer gleich dem ist, was man in der Landlust oder in anderen diversen Zeitschriften so sieht. Der ökologische Weg ist auch ein sehr, sehr harter Weg. Und es sind zunehmend Landwirte, die im Ökobereich unterwegs sind, auch die Problematik, dass sie diese eigentlich angedachte Kreislaufwirtschaft, dass also alles einen Wirtschaftskreislauf und einen Stoffkreislauf darstellt, überhaupt nicht mehr realisierbar ist, weil sie einfach auf diesen tierischen Anteil in der landwirtschaftlichen Produktion verzichten müssen. Weil Tierwohl, das ist sicher ein anderes Thema, das heute nicht hierher gehört, aber Tierwohl beeinflusst natürlich die Wirtschaftsweise von solchen gerade kleineren Betrieben, weil die Anforderungen oftmals gar nicht erfüllen können. Und dann fällt auf einmal dieser ganze tierische Sektor, der ja eigentlich integraler Bestandteil der ökologischen Produktion ist, weg. Und dann geht der Ertrag noch weiter runter. Und wir versuchen eben mit diesem NOPS genannten Landwirtschaft 4.0 ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz einen alternativen Weg aufzuzeigen, der quasi diese Naturdüngung ersetzt durch den Einsatz von Mineraldünger, was ja etwas ist, was die Ökoschiene eigentlich komplett ablehnt. Warum? Das ist einfach die Grundlage. Der ökologische Ansatz geht von dieser Kreislaufwirtschaft aus, dass das, was man aus einem System rausnimmt, auch wieder in dieses System reingebracht werden muss. Das heißt also, wir haben quasi die Pflanzenproduktion auf dem Acker. Das wird eingesetzt zur Tierernährung. Die Tiere produzieren wieder den natürlichen Dünger, der dann wieder eingesetzt werden kann auf dem Feld, um dort wieder die Pflanzen wachsen zu lassen. Im Prinzip ist das natürlich ein sehr hehrer Gedanke. Nur wir werden in vielen Bereichen die Problematik sehen, dass es ein Ungleichgewicht geben wird in den Nährstoffen, die in diesem Kreislauf drinstecken. Das funktioniert einfach nicht 100%, weil kein Kreislauf funktioniert zu 100%. Und unser Ansatz ist eben, wir müssen einen synthetischen Input schaffen, um diese Defizite auszugleichen. Sie haben vorher schon gesagt, das ist ein ziemlicher Drahtseilakt, den wir hier probieren. Ja, das ist es. In diesem Verbundvorhaben, das über 5 Jahre laufen soll, sind insgesamt 20 Gruppen, 17 aus Hohenheim beteiligt. Und wir wollen tatsächlich alles betrachten, also wir versuchen zumindest alles zu betrachten, vom Boden über die Pflanze, Dünge, Pflanzenschutz, aber auch sozioökonomische Aspekte. Also wie reagieren zum Beispiel Verbraucher auf unsere Produkte, die wir dann anbieten werden? Ist da die Akzeptanz hoch oder existiert sie quasi überhaupt nicht, weil wir auch davon ausgehen, dass quasi ja ein höherer Preis dafür bezahlt werden muss, weil es einfach nicht mehr so einfach produziert werden kann wie im konventionellen Produktionssystem. Also ich möchte mir das einfach auch vorstellen können. Wenn ich also den chemisch-synthetischen Pflanzenschutz oder den chemisch-synthetischen Weg weglasse und damit die Pflanzenschutzmittel weglasse und ich entscheide mich dann für diesen dritten Weg, wie sieht es denn dann aus? Also wie muss ich mir das einmal vorstellen und ob Sie da auch mal Beispiele dafür nennen können, einfach, dass ich einfach auch ein Bild vor Augen habe oder auch unsere Zuhörer ein Bild vor Augen haben. Also es ist schwierig, da jetzt was zu finden, weil, wie gesagt, es ist ein neuer Weg, nicht nur ein dritter Weg, sondern es ist auch ein neuer Weg. Es gibt allerdings da vereinzelt schon Ansätze. Also Kraichgaukorn zum Beispiel, die produzieren zumindest ihren Weizen schon seit Jahren ohne Pflanzenschutzmittel. Die anderen Kulturen, die in der Fruchtfolge drankommen, die werden behandelt. Aber der Weizen an sich wird nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Und im Prinzip ist es natürlich schon so, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher und einfach die chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel weglassen. Das wird nicht funktionieren. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir können durch die Beeinflussung der grundsätzlichen Gesundheit der Pflanze, indem wir zum Beispiel für ein ausgewogenes Nährstoffangebot sorgen, oder für ein entsprechendes Wachstum der Pflanzen, also
Pflanzabstand zueinander zum Beispiel, die Bodenverdichtung durch Bodenbearbeitungsgerät bis hin dann zu Erntemaßnahmen. Das muss wirklich ganzheitlich betrachtet werden. Und dann denken wir, können wir chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel weglassen, wenn wir zur Not Alternativen hätten? Das ist, glaube ich, unumgänglich, weil 2014, als wir in Süddeutschland auch diese große Gelbbrustepidemie hatten, hat schon gezeigt, also man muss irgendwie ein Mittelchen an der Hand haben, das man zur Not einsetzen kann. In unserem Ansatz wären das Biologicals, also Biological Control Agents oder, ich sag mal, biologische Antagonisten, die man einsetzen können, um bestimmte Pathogene zu kontrollieren. Biologische Antagonisten ist jetzt kein Begriff, den ich jetzt häufig höre. Was wäre das denn? Also einfach ein Beispiel sind es, da gibt es ja zum Beispiel die Lagererzwespe und diese Geschichten, sind es solche Geschichten und können Sie das ein bisschen näher ausführen? Ja, also gerade bei den Sonderkulturen, vor allen Dingen im Weinbau, wird biologische Kontrolle schon sehr lange eingesetzt, dass zum Beispiel irgendwelche Nützlinge, die als Hyperparasiten von irgendwelchen Pflanzenschädlingen eingesetzt werden können, im Weinbau eingesetzt werden und so quasi den Einsatz von chemischen Insektiziden verzichtbar machen. Funktioniert im Weinbau wunderbar, funktioniert auch bei geschütztem Anbau, zum Beispiel von Tomaten oder Paprika im Gewächshausbereich, super gut, weil man da durch den geschützten Anbau sehr kontrollierte Bedingungen schaffen kann. Im Freiland und bei Ackerkulturen gibt es noch nicht sehr viele Beispiele für gelungene biologische Kontrolle von Schädlingen und schon gar nicht von Schaderregern. Und da geht es uns ja hauptsächlich drum. Einerseits die Insekten, ja, aber andererseits eben auch die Pilze und Bakterien, die unsere Pflanzen eben auch befallen können. Und da gibt es noch nicht so sehr viele Beispiele für, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel Bacillus subtilis, das als Präparat schon eingesetzt werden kann und eingesetzt wird im Obstbau zur Kontrolle von Feuerbrand. Es gibt ein anderes Produkt, Aureobasidium pullulans. Das ist eine Hefe, die eingesetzt wird in dem Präparat Blossom Protect, auch gegen Feuerbrand. Es gibt also schon bei Sonderkulturen einzelne Beispiele, dass es erfolgreich eingesetzt werden kann. Aber bei unseren großen Ackerkulturen, da gibt es eigentlich noch kein Beispiel. Wenn wir solche Anbausysteme dann auch erarbeiten, also diesen dritten Weg gehen, der so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, so auch so einen Mittelweg darstellt von dem klassischen und dem ökologischen Landbau, ist es denn auch etwas für arme Länder? Also ist es anwendbar oder ist das zum Beispiel für Kleinbauern in Entwicklungsländern einfach schlicht zu teuer? Nee, wir denken schon, dass das auch für Kleinbauern anwendbar ist. Also wo es sicher schwierig werden wird, wird bei den großen Monoackerkulturen, wie sie zum Beispiel in Nordostdeutschland vorliegen. Also wenn ich mal so Hunderte oder Tausende von Hektar zusammenhängend Weizen habe, da wird unser System an seine Grenzen stoßen. Aber hier zum Beispiel in Süddeutschland mit der kleinteiligen Landwirtschaft, wo die Betriebe durchschnittlich Größe zwischen 30 und 60 Hektar haben, da wird es sicher gut funktionieren. Und das Interessante ist, durch meine Kontakte nach China habe ich eben auch schon eine gewisse Rückmeldung von dort gekriegt. Die werden das auch gerne probieren, wenn das bei uns erste Erfolge zeigt. Also es ist schon ein Faktor in dem Moment, wo man anfängt, an Umweltschutz auch zu denken. Und das ist bei uns so und das ist zum Beispiel auch in der Volksrepublik China so. Sie haben ja davon das NOPS-Projekt erwähnt, die Landwirtschaft 4.0. Welche Rolle hat denn die Universität Hohenheim in diesem Projekt? Also allgemein, um diesen dritten Weg zu etablieren, was bringt die Universität Hohenheim da an Expertise auch mit und woran beteiligt sie sich da an der Forschung? Es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil es ist ein recht großes Verbundvorhaben. Wie gesagt, es sind ungefähr 20 Verbundpartner, davon 17 kommen aus Hohenheim. Wir haben dann noch die einen Kollegen von der Georg-August-Universität in Göttingen mit drin und zwei Kollegen vom Julius-Kühn-Institut als Bundesforschungseinrichtung. Wir decken, wie vorher schon gesagt, quasi alles ab von den Bodenleuten über Pflanzenernährer, über Pflanzenbauer, über mich als Pflanzenschützer, aber bis hin zu
Kollegen und Kolleginnen, die sozioökonomische Aspekte analysieren, betriebswirtschaftliche Aspekte analysieren. Wir wollen also tatsächlich hinterher am Ende dieses Projektes ein ganzheitliches Bild entwerfen können. Wo liegen die Vorzüge, wo liegen die Nachteile dieses dritten Weges? Und Sie haben das vorher sehr schön ausgedrückt, Frau Schmidt. Es ist natürlich ein Mittelweg. Ne? Wir versuchen, die Benefits von beiden bisherigen Systemen, dem konventionellen Landbau und dem Ökolandbau, zu vereinen, ohne die Negative Trade-offs mitzunehmen. Das hört sich auf jeden Fall unheimlich spannend an. Ja, und schon wieder ist eine Folge unseres Podcasts vorbei. Das ist Bioökonomie, ein Wissenschaftspodcast der Universität Hohenheim zum Wissenschaftsjahr 2020 und 2021. Und ja, ihr habt richtig gehört. Das Wissenschaftsjahr Bioökonomie geht nächstes Jahr in die Verlängerung. Professor Dr. Ralf Vögele hat uns heute eine weitere Facette der Bioökonomie gezeigt. Wir haben erfahren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Hohenheim an einem weiteren Weg zwischen traditioneller und ökologischer Landwirtschaft forschen. Einen Mittelweg quasi, der alle wirtschaftlichen Vorteile mit sich bringen soll und dabei gleichzeitig etwas zum Umweltschutz beisteuert. Herr Vögele, erst einmal vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Es war unheimlich informativ und ich denke, nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörer haben einiges gelernt. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Ne? Tschüss. Tschüss und machen Sie es gut. Ja, in 2 Wochen, am 7. Juli, geht es wieder weiter mit unserem Podcast. Dann zum Thema Artenschutz mit Professor Dr. Johannes Steidle. Alle unsere Folgen findet ihr wie immer auch auf unserer Homepage, unserem YouTube-Channel und auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Mein Name ist Corinna Schmid. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.